Pianisten. Ich freue mich, euch diesen Stück beibringen zu dürfen. Deux ans de vacances. Ursprünglich ist es ein Buch von Jules Verne. Und die Musik wurde von Alain Lemeur für eine Verfilmung von dieser Geschichte geschrieben. Die Verfilmung ist vor langer Zeit auf dem französischen Fernseher gekommen. Ja, es ist ein großer Erfolg gewesen damals. Ich kann mich nicht erinnern, in den 70er Jahren war ich nicht geboren. Aber ja, ich bin zufällig auf diese Musik jetzt gestoßen und ich fand es also auf die Noten ein ähnliches Arrangement, was ich euch jetzt zeige. Und ich dachte, das ist schön, das ist schön. Und die Originalmusik ist schon ziemlich bewegt. Ich zeige jetzt diese Musik als ruhige Version, weil es mir so besser gefällt. Ja, vielleicht gefällt es euch auch. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude beim Spielen dieser Akkorde und dieser Melodie. Ich habe das Stück in Zeilen eingeteilt. Es sind insgesamt 6 Zeilen von 8 Takte und eigentlich reicht es uns, wenn wir die 4 ersten anschauen, weil nachher wird es wiederholt. Also die letzten 2 werden wiederholt. In der ersten Zeile haben wir 2 Akkorde, das ist D-Moll, hier ist das mittlere C, also unterhalb der Mitte. D-Moll bildet man in der Grundstellung so, D, F, A. Und das zweite Akkord ist E vermindert 7, D, E, G. Das vollständige Akkord wäre mit B noch dazu. Aber hier nur die 3 Töne. Also, wir haben 4 Vierteltakt und wir spielen in der linken Hand nur ganze Noten. Also immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Okay? Spielen mal die erste Zeile, die linke Hand. D-Moll, D-Moll. E vermindert 7, D-Moll. Nochmals, nochmals. E vermindert 7 und D-Moll. In der rechten Hand fangen wir mit dem Daumen auf D. D1 direkt oberhalb der Mitte. D, A, G, A. Die ersten 4 Takte und diese bilden die erste Phrase. Noch einmal. D, A, G, A, G, F, G, A, F, I, D. Ich klatsche einmal mit oder ich zähle einmal mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also, ich kann bis 4 zählen, es sind ja 4 Vierteltakt. Es ist praktisch, damit du weißt, wirklich, wie lang eine Note ist. Aber vom Gefühl her bin ich halbtaktig. Also, ich habe einen Impuls zweimal im Takt auf 1 und 3. Und so wird es fließender. Wenn ich wirklich alle 4 Schläge immer denke, wirkt es sehr vertikal. Da, 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 da. Und da, 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 da. Es wird gleich weicher und man kann es auch ein bisschen schneller spielen, wenn man halbtaktig denkt. Genau, jetzt die zweite Hälfte, also ab Takt 5. D, A. Jetzt haben wir den gleichen Anfang, aber auf A nehme ich nicht mehr den 5. Finger, sondern der 3. Finger, weil ich muss nachher höher spielen. Also,
A mit dem dritten Finger. G, A, G, F, G. Und jetzt C, A. Also die letzten zwei Noten sind anders. Nochmal die zweite Hälfte. D, A, G, A. Ich zähle mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die ganze Zeile. D, A, G, A, G, F, G, A, F, I, D. D, A, G, A. Und das bringen wir jetzt zusammen. Ich werde jetzt der Name vom Akkord sagen in der linken Hand, nicht immer die drei Töne, weil sonst wird es ein bisschen viel. Also, weißt du noch, das ist D-Moll, D-F-A und das ist E vermindert, D-E-G. Also, D-Moll mit D in der rechten Hand. Jetzt D-Moll mit A in der rechten Hand. E vermindert mit G in der rechten Hand. Wieder D-Moll mit F. Das ist die erste Phrase. Noch einmal das. D-Moll. D-Moll. E vermindert 7. D-Moll. Und dann wieder D-Moll mit D. Achtung, dritter Finger. Wieder D-Moll mit A. E vermindert mit G und D-Moll mit A. Noch einmal. Ich genieße es. Also ich finde in das Stück in diesem langsamen Tempo wirklich ein Genuss. Jetzt gehen wir zur zweiten Linie. Wir fangen gleich an. Auf C und D-Moll links mit D in der rechten Hand. Also nur am Schluss ändert es sich ein bisschen. Ich nehme den vierten Finger auf C, damit ich hier auf D kommen kann mit der rechten Hand. Jetzt noch einmal die ersten zwei Linien. Ich nehme das Pedal dazu und ich wechsle immer, wenn ich ein Akkord spiele. Also immer auf 1 wechsle ich das Pedal. Zeile 1. Wechseln, wechseln, immer wechseln auf 1. Und Zeile 2. Wir haben schon die Hälfte gelernt, weil, ich habe es schon gesagt, nachher kommt Zeile 3 und 4 und die 3 und 4 werden am Schluss wiederholt. Also, juhu, die Hälfte ist schon geschafft. In der dritten Zeile fangen wir in der linken Hand mit der linken Hand mit B-Dur. Hier ist die Mitte. B-Dur spielt man mit. Diese schwarze Taste da, B, D und F. Wir haben Haltebögen, das heißt, wir bleiben in den Tasten zwei Takte lang liegen. Also im zweiten Takt dieser Zeile drücken wir nicht mehr die Tasten. Wir bleiben einfach liegen in den Tasten.
Wir haben auch C-Dur, C-E-G. D-Moll kommt wieder, D-F-A. Einmal B-Dur wieder. Und ein neues Akkord, F-Dur. Das ist eine Umkehrung. C-F-A. Achtung, ein solches Akkord spielt man immer mit dem zweiten Finger in der Mitte. Nicht mit dem dritten Finger, weil so ist die Hand ausgeglichener. Also F-Dur, C-F-A. Noch einmal B-Dur, zwei Takte lang, C-Dur, D-Moll, wieder B-Dur, zwei Takte lang und F-Dur, C-F-A, zweimal. Die rechte Hand fängt mit einem D an, aber nicht mehr hier, sondern eine Oktave höher und mit dem dritten Finger. D, F, E, D, C, D, C, A, G, A. Noch einmal. Dritte Finger auf D, F, E, D, C, D, C, A mit dem Daumen, G mit dem Zeigefinger über den Daumen, siehst du das? Und dann A wieder. Ich nehme den dritten Finger, du kannst aber wieder den Daumen nehmen, wie du möchtest. D, F, E, D, C, D, C, A, G, A. Und dann die zweite Hälfte. D, F, E, D, C, A. Und da bleibe ich auf A zwei Takte lang. Wieder ein Haltebogen. Der Rhythmus ist am Anfang wirklich ganz genau wie die erste Zeile und wie die zweite Zeile. Ich, ich zähle einmal mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das bringen wir zusammen. Ich habe B-Dur, BDF in der linken Hand mit D. C-Dur links mit D in der rechten Hand. D-Moll links mit A rechts. Noch einmal das. D. C-Dur. D-Moll. Und dann wieder B-Dur. C-F-A mit A in der rechten Hand und das drücke ich, die linke Hand drücke ich noch einmal. Noch einmal das. Ich sage dir auch, wo ich wechsle. Ich habe jetzt getestet. Also hier auf 1 wechseln das Pedal, hier auch wechseln, wechseln. Also im Takt 18, der zweite Takt von dieser Zeile, die rechte, mit der rechten Hand wechsle ich auf E. Es ist nicht hundertprozentig notwendig, aber wenn du möchtest, kannst du hier auch wechseln. Also mit diesem E auf 1. Also wechseln, wechseln, wechseln. Wechseln, wechseln, wechseln und hier bleibe ich im Pedal liegen. Ich wechsle nicht mehr. Dann bleibt die vierte Zeile noch. Wir haben ein schönes G-Moll-Akkord. D, G, B. Hier ist die Mitte nochmals, also direkt unterhalb, D, G, B.
nicht so spiele, ne? Ich nehme viel die Finger zurück. Natürlich spielst du einen Akkord nicht so. Es ist nur, damit du besser siehst. Also nach G-Moll kommt nochmals G-Moll. Dann D-Moll wieder. Zweimal. Wieder zweimal G-Moll, DGB. Und jetzt kommt A7. E, G, A. Man sieht das Akkord nicht wirklich gut, weil es fehlt die Terz. Also das Vollständige wäre so mit Cis. Aber hier ist die Terz weg. Ja, noch einmal. G-Moll, G-Moll, D-Moll, D-Moll, G-Moll, G-Moll und A7, EGA. Und nochmals. Die rechte Hand fängt nicht mit D diesmal, sondern mit G hier, G1 direkt über die Mitte. Daumen. G, A, B, A, G, D, A, F, D. Da müssen wir die Hand strecken. Das ist ein großes D-Moll-Akkord, also D-Moll-Grundstellung mit der Oktave oben. Also D, A, F, D. Noch einmal das. G, A, B, A, G, D, A, F, D. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann G mit dem dritten Finger. G, 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 F, G, A. Und es bleibt auch zwei Takte lang liegen, dieses A. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die ganze Zeile. Hand, G-Moll mit G. G-Moll mit B in der rechten Hand. D-Moll mit D. Und nochmal D-Moll mit F. G-Moll mit G. G-Moll mit G. A7, also EGA mit A in der rechten Hand und nochmal die linke Hand drücken. Also, da habe ich jetzt wieder probiert. Das Pedal wechselst du. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst es jetzt auch immer mit der linken Hand wechseln. Jedes Mal, wenn du die linke Hand drückst, außer der letzte Takt. Also bei A7 kannst du einfach liegen bleiben im Pedal. Aber sonst kannst du überall wechseln. Jetzt wiederhole ich Zeile 3 und 4, also beide hintereinander. Zeile 3. Also Zeile 5 ist wie Zeile 3. Zeile 6 ist wie Zeile 4. Zeile
Achtung, die letzten drei Takte sind doch anders. Jetzt mit A7 links habe ich ein A rechts. Das drücke ich noch einmal. Und dann D-Moll links mit D rechts. Und jetzt spiele ich noch einen schönen tiefen Ton. Also es ist ein bisschen anders, ich habe es erst jetzt verraten. G-Moll spielen wir nur einmal. Wir gehen gleich zu A7 mit dem A. Und Abschluss D-Moll mit D. Und dieser schöne tiefe Ton. Ich nehme sehr gerne solche Töne von unten. Vielleicht siehst du, mein Handgelenk ist geknickt. Normalerweise dürfen wir so nicht spielen. Ne? Das ist ganz schlecht. Das ist auch schlecht. Aber um so einen Ton zu greifen, fange ich gerne so tief an. Und dann gehe ich hoch mit dem Handgelenk. Und so kann sich der Ton sehr schön entfalten. Besonders mit dem Pedal. Wenn ich von oben komme, dann ist der Ton sehr gerade, viel härter und der Ton kann sich nicht öffnen. Also, du kannst es gerne probieren. Versuch mal so von unten bei dir auf deinem Klavier oder von oben. Und nehme das, was dir am besten gefällt. Ich finde, so haben wir viel, viel mehr Möglichkeit, schöne Töne zu erzeugen. Jetzt spiele ich noch einmal das ganze Stück. Erste Zeile. Zweite Zeile. Schön, ich genieße es gerade, so schön. Es ist eigentlich ein relativ einfaches Stück und klingt so schön in diesem Tempo. Gefällt mir total. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und jetzt für meine Schüler, die mit dem Videokurs Harmonielehre lernen und natürlich auch für alle anderen, die sich für Harmonielehre interessieren und Liedbegleitung, ich empfehle euch, andere Begleitmuster für die linke Hand auszuprobieren. Eines zeige ich jetzt. Ich werde zum Beispiel D-Moll zerlegen, einfach so, auf und zurück. Also D, F, A, F und nochmals. Und so kann ich das Stück begleiten. Dann zum Beispiel die ersten zwei Zeilen. Ihr
jetzt nehme ich ein anderes Muster, sehr ähnlich. Ich nehme Oktaven, aber ich zerlege es auch auf und ab. Also zum Beispiel bei B mache ich B, F, B, F. Also bis zur Oktave zurück. Also Grundton, Quint, Oktav, Quint und so weiter. Ich glaube, das klingt gut tiefer. Oh ja, das klingt gut. Bei G-Moll, ich gehe, glaube ich, noch höher mit meinem Daumen. Ich gehe bis zu Terz. Also du kannst die Oktave nehmen, aber wir haben hier schon ein G. Also ich gehe bis zur Terz oben, also bis zum B. Ups! Noch. Oh, schön. Also, das ist schon sehr tief. So einem D, aber schön. Also, du kannst da experimentieren mit anderen Mustern und du kannst natürlich mehrmals das Stück spielen. Mit verschiedenen Begleitmustern. Also du kannst anfangen mit Akkorde und mindestens noch eine Möglichkeit zu anschließen, nochmal durchspielen mit einer anderen Begleitung. Kannst du sehr, sehr gerne probieren. Viel Freude. Tschüss.